Sony Interactive Entertainment präsentiert. Santa Monica Studio. Es löst sich. Hab einen. Steig jetzt in das Boot. Und damit erstmal ein recht herzliches Willkommen zu Let's Play God of War. Ja Leute, es ist ja schon einige Zeit draußen und wir legen jetzt auch los mit diesem Abenteuer. Soll ich ihn noch ans Boot binden? Wäre ganz gut, ne? Würde ich mal sagen. Das reicht aus. Vater? Was? Hat sich was verändert? Der Wald fühlt sich jetzt anders an. Alles ist anders, Junge. Denk nicht weiter darüber nach. Ja, Vater. Ach ja. Also es ist erstmal ein wunderschönes Spiel. Und ich glaube auch mit einer der schönsten Spiele, die bis jetzt erschienen sind. Alles echt grandios gemacht.
Das war der letzte. Dort sehe ich meine Mutter. Dort sehe ich meinen Vater. Schon rufen sie nach mir. 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 Sie ist bereit. Leid. Das hilft. Das Messer gehörte ihr. Jetzt ist es deins. Kannst du jagen? Ein bisschen. Sag's mir. Jetzt? Jetzt. Was jagen wir? Du jagst Hirsche. Wo lang? Dahin, wo die Hirsche sind. Na dann, hier lang. Entschuldigung, aber dahin, wo die Hirsche sind. Ja, Kratos ist halt ein ganz besonderer Vater. Wer Kratos Vater? Kennt, ja. Warum tun wir das jetzt? Ich muss wissen, ob du die Reise überleben kannst. Brechen wir zum Berg auf? Hängt ganz von dir ab. Jage. Oh, krank. Ja, also Kratos, wer den kennt, der weiß ja, dass Emotionen nicht so sein Ding sind. Er ist ja,
Er ist ja... kann man... also Bö, er ist ja in einer Art, ja... also er hat hier seine Familie gerecht, er hat schon mal Frauen und Kinder gehabt, oder gerecht. Er hat die ganzen Götter gekillt. Verloren und wiedergefunden. Wir haben beim Haus dieses kleine Spielzeug gefunden. Ich hatte einmal ein ähnliches. Ich glaube, es ist ein Teil eines Sets. Wenn wir noch mehr finden, könnten sie einiges wert sein. Ja, umgucken lohnt sich. Ach ja. Ich gehe voraus. Gut, Junge. Braves Kind. Was hast du gefunden? Spuren. Aber nicht von einem Hirsch. Ich suche weiter. Was? Nö. Nee, danke. Ah, warte, ihr könnt nochmal so einstellen. Gameplay. Ja, Controller-Vibration. Ich will das einfach nicht haben. Ich mag das nicht. Ich hab das nicht so gerne. Ich bin da kein Fan von. Weil, weiß ich nicht. Stört im Kampf, ich ziemlich. Gut. Lauf mal weiter, Junge. Ich geh da lang, du gehst schön da lang. Na, wir lassen unser Kind allein, aber müssen auch schon wissen, unser Kind ist groß. Erkunden Sie die Welt, um wertvolle Ressourcen zu finden. Junge, was ist hiermit? Gut, aber auch kein Hirsch. Siehst du? Zu breite Spitzen. Bergziege? Deine Mutter lehrte dich viel. Ja. Doch reicht es auch, um die Reise zu bestehen? Ja. Genau, einmal das aufhauen, ja. Weißt du, wir hauen das lieber auf, einfach die Truhe zu öffnen, aber er hat gerade schon damals gemacht. Damals gab es nämlich auch Energietruhen. Da gab es... ein Schiff. Damals gab es so eine Art Energietruhen und so verschiedene Truhenartige. Gab es grüne, rote, die rote Kugeln ausgeschossen haben, hat gerne grüne. Und hier da auch immer so aufgeprügelt. Ach ja. Also wer jetzt die alten God of War-Teile kennt, der wird wissen, was ich meine. Und ja. Gut. Lauf, Junge. Wieder Spuren? Ja, aber sie sind zu rund. Vielleicht ein Wildschwein. Gut. Oh, was jetzt? Was wohl, Junge? Hau ab! Komm mal her, komm. Hier lang, Junge. Hep. Oh. Naja. Halt, Hirschspuren, frisch. Das Springen müssen wir nochmal üben, aber gut, passt schon. Ruhig. Gefunden. Langsam, Junge. Tut mir leid. Du willst Hirsche jagen, nicht verjagen. Ja, Vater. Genau. Ob man Krabs als Vater haben will, das sollte man sich auch gut überlegen. ...217 Hacksilber. Geil. ...358 Hacksilber. Wie viel haben wir? Wir haben schon 1202. Nicht schlecht. Also. Ja, ich will natürlich auch ein bisschen erkunden hier, ne? Also, wir werden hier nicht nur... Also, das ist auch nicht wie die alten oder Vorteile, dass man schnurstracks einer Quest folgt. Hier erkundet man tatsächlich auch. Und das finde ich sehr schön an diesem Spiel. Was zum Teufel? Er hat unsere Brücke kaputt gemacht. Wie kommen wir jetzt rüber? Geh zur Seite. Für alles gibt es eine Lösung. Wow. Los. Oh, was ist hier passiert? Naja, der Sprung war besser. Da ist der. Warte. Nicht. Wow.
Was machst du denn? Du hast ihn aufgescheucht. Schieß nur! Schieß nur, wenn ich es dir sage. Tut mir leid. Das ist belanglos. Mach es besser. Finde ihn. Finde ihn. Oh, Alter. Der arme Atreus, aber das war eben schon eine Drohung. Finde ihn. Was? Mein Bogen! Nein, du bist nicht bereit. Oh. Zurück. Hey, was bist du denn? Ha! Ja, 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 ja. Boah. Oh ja. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Da kloppe ich einfach alle, Alter. So, tschüss. Halt den an. Ach so, drauf. Oh, oh, aua, aua, nicht gut, aua, nicht gut. Das ist weh. Das sind Schmerzen. Und ich hasse Schmerzen. Jetzt sei ein braves Viech und leg dich hin. Was? Daneben. Wie kommen denn noch? Hä? Hä? Achso, du lebst noch. Oh. Oh. Ja, nützt nicht mehr. Laugard, die waren bisher noch nie so nah an unserem Wald. Geh weiter. Draugar, Mutter sagte, Draugar seien gestorbene Krieger, deren Seelen zu stur und wild sind, um nicht mehr zu kämpfen. Es heißt, sie schlagen die Walküren in die Flucht, die sie mitnehmen sollten, und beleben sich dann selbst wieder, indem sie ihre vorherige Form in etwas anderes verwandeln. Sind nur noch ein Schatten ihrer selbst und greifen alles an, was ihnen begegnet. Sie sagen auch, dass sie in verschiedenen Formen und Größen auftreten. Einige sollen sogar besondere Kräfte haben. Oh, krass. Okay, Junge. Mit Heilungssteinen können sie ihre Gesundheit wiederherstellen. Das ist nicht gut. Das freut mich. Da geht also weiter, gehe ich davon aus. Ne, man kann es auch, glaube ich, noch. Ja. Da kann ich auch gut gucken. Der Hirsch ist hier lang. Ich sehe noch mehr Spuren. Ja, Junge, das weiß ich. Oder wir folgen dir. Atreus, Regel Nummer 1. Ich bin hier der Boss. Du hast mir nur zu folgen. Okay? Okay. Finde ich gut. Dass du da keine Einwände hast. Finde ich echt gut. Echt guter Sohn. Also ganz ehrlich, bei Atreus, bei Kratos ist bestimmt auch kein Kind frech. Ich sag nur, lass es! Ich glaube, das reicht schon, Alter. Den würde ich auch nicht ärgern, den Kratos, Alter. Du denkst du auch so, wenn du den ärgerst. Hast ja Axt quer am Hals, Alter. Wohin gehen wir jetzt? Dahin, wo wir hingehen. Reicht dir die Antwort? Wölfe! Hä? Ich würde ganz gerne meine Waffe wieder haben. Hoppa. Hallo. Hey. So. Aua. Was? Wolf? Wolf, was? Wölfe töten. Treffen Sie mehr dieser gewöhnlichen Rudeltiere, indem Sie die Landschaft, die Sie durchqueren, genau erkunden. Im besten Fall finden Sie Tipps, wie man sie besiegt. Ja, es gibt natürlich auch solche. Ja, man muss ja einfach Viecher töten. Ob wir das jetzt alle schaffen? Ja, nee. Glaube ich nicht. Glaube ich eher weniger. Was? Er braucht das nicht mehr. Sie waren nur hungrig. Was? Die Wölfe, sie waren nicht bösartig. Sie hatten Hunger. Ja, das hatten sie bestimmt.
Oder sie waren bösartig. Weil sie Hunger hatten. Ich hab daran gedacht. Das dritte ist ein Pferd. Du hast ein Pferd darstellen? Keine Ahnung. Komm, Junge. Wir müssen nicht diskutieren, welche Feinde böse, welche gut sind. Weißt du, du kannst dir eins merken. Ist egal, ob die bösen oder gut sind. Wenn dich was töten will, töte es vorher. Du machst dir über Sachen Gedanken, Junge, weißt du? Die macht sich kein Mensch Gedanken. Aber du. Wirklich, wirklich, wirklich. Was soll das? Na gut, egal. Gehen wir weiter. Wohin gehen wir jetzt? Habe ich eben schon gesagt. Dahin, wo wir hingehen. Auch wenn diese Antwort unpräzise ist. Was? Eine Truhe. Und auf. Der Idon-Apfel. Legendär. Sie haben einen der drei Ion-Äpfel gesammelt, die sie zur Erhöhung ihrer maximalen Gesundheit benötigen. Die Ion-Äpfel sind die Waldspeise der Götter. Man findet sie in, es gibt 9 Äpfel in magisch beschlossenen Truhen in der Welt. Für jeweils 2 gesammelte wird die maximale Gesundheit erhöht. Also kann die Gesundheit 3-mal erhöht werden. Ob wir die alle finden. Es wäre gut, aber ich weiß es nicht. Weil ich aber so meistens ziemlich blind bin in Videogames. Ja. Ob ich die alle finde? Ja. Glaub nicht. Aber gut, gehen wir erstmal weiter. Da oben! Was? Fang! Im alten Tempel! Ich darf da aber nicht rein! Wir tun, was uns gefällt, Junge. Keine Ausreden. Wer sagt, dass du nicht rein darfst? Und darfst da rein, wo ich sagte, dass du rein darfst. Aha. Weißt du, wo von der Mutter gehe ich schon aus? Da. Kann ich meinen Bogen wieder haben? Triffst du ihn denn von hier? Wir sollten näher rangehen. Ah, diese Antwort, ja, das ist eine Antwort.